Ich mache heute eine Halloween-Torte, eine ägyptische Mumie, einen kleinen Kuchen. Ich habe hier hinten schon einen kleinen Kuchen vorbereitet. Und für die Buttercreme, die ich jetzt grün einfärben werde, also ihr macht irgendeinen Kuchen, welche Größe auch immer. Jetzt brauche ich Buttercreme, die ich grün einfärben werde. Dafür habe ich mir jetzt hier weiche Butter zurechtgestellt, und zwar 250 Gramm. Die rühre ich jetzt schön schaumig. Und zwar das Ganze zusammen mit Puderzucker. Und das färbe ich dann auch noch ein. Also soll schön fluffig werden. Und zwar habe ich jetzt 250 Gramm Butter, 250 Gramm Puderzucker. Mal die erste Menge an Puderzucker hier rein. Meine Puderzucker sieht jetzt eigentlich genauso aus, wie ich möchte. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit Orangenaroma dazugeben. Außerdem werde ich jetzt grüne Farbe mit reingeben. So, der Farbton reicht mir. Jetzt werde ich dieser Buttercreme meinen Kuchen bestreichen. Schön damit einstreichen, er muss nicht glatt sein, weil es wird, wie gesagt, eine Mumie. Und damit ist es in dem Fall egal, die kriegt Bänder rum. Wie gesagt, diese Mumie muss nicht perfekt glatt sein. Das heißt, sie darf auch hier unterschiedlich hoch ein bisschen sein. Das ist auch nicht jetzt wirklich schlimm. So, ich stelle sie jetzt dennoch noch mal kühl und werde euch dann den nächsten Schritt mit dem Fondant zeigen, was ich als nächstes machen werde. Also, erster Schritt für die Mumientorte. Einmal grüne Buttercreme herstellen. Ich habe diesmal wirklich reine Buttercreme, nicht mit Schokolade, weil ich immer nicht so gut weiß, wie gut die Schokolade zu färben geht. Daher habe ich jetzt erstmal wirklich nur reine, echte Buttercreme und die versucht deswegen nicht so dick aufzutragen. Es geht weiter mit meiner Mumie. Ich habe hier weißen Fondant, von dem ich aber erstmal nur ein bisschen brauche, und ein Marshmallow. Und den Marshmallow schneide ich mir in der Mitte. Ihr könnt aber auch einfach aus weißem Fondant Kugeln rollen und diese benutzen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, so, dass ich diese Dinger hier benutze. Und zwar möchte ich mir jetzt Augen ausrollen. Nehmt euch jetzt einfach einen runden Keksausstecher oder wenn ihr keinen habt, könnt ihr euch auch einfach ein Glas oder irgendetwas in der geeigneten Größe nehmen. Keksausstecher ist immer schöner.
weil der Glatter das immer macht. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Wodka drin. Nehme jetzt hier rote Farbe. Und da ein bisschen ein. Ich klaue mir ein bisschen von der Paste und vermische das hier mit und habe damit jetzt hier rote Malfarbe. Und damit male ich mir jetzt hier Augen. Ein bisschen gruselig lang. So, meine Torte ist jetzt gekühlt. Ich lege jetzt meine Augen auf. So. Werde mir jetzt aus weißen und dann Streifen rollen. So, jetzt habe ich hier meinen Roller. Ihr könnt aber auch ganz normal so Streifen schneiden. Ich versuche mir jetzt ein bisschen näher zu gehen, damit ihr auch wirklich alles sehen könnt. Ich habe mit diesem Roller ganz praktisch. Da habe ich nämlich gleich zwei Streifen in einem. Messer und könnte mir hier sogar, hat er mir das eingedrückt, einen dritten Streifen holen, falls der lang genug ist. So. Und so. 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 Diese Streifen werde ich jetzt an meiner Torte schön anlegen. Das war wirklich einfach. Zum Beispiel hier irgendwie um die Augen rum. Und dann natürlich schnippeln. Ein bisschen andrücken. Den nächsten genauso. Wenn es auf dem Fondant nicht so gut klebt, müsst ihr das nochmal mit Kleber oder heißem Wasser abmachen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt.
Der gerade hier an den Enden macht jetzt heiß und abgekochtes Wasser. Da der Fondant sonst nicht klebt, also ich habe hier Wasser oder Kleber und bepinsel damit meinen Fondant. So, das war es jetzt erstmal damit und jetzt suche ich noch was weiteres, um irgendwie hier den Mund noch zu machen, dieser Mund. So, jetzt habe ich mir hier noch ein Gummibärchen rausgesucht und das werde ich jetzt hier passend als Mund aufkleben. Ja, und das war's dann. So sieht meine Mumie aus. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könntet jetzt auch noch die auf eine große Tortenplatte setzen und außenrum überall Gummibärchenwürmer platzieren. Das sieht natürlich auch wirklich gut und schön aus. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Was ich immer sage, abonniert mich doch. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich über Fragen. Ich bin für alles offen. Tschüss, bis zum nächsten Tutorial. Eure Miss Fanny Ho.